Moin, 16. Fängt ja schon wieder gut an hier. Überlastung. Moin, 16. Bord von Osterholz mit der großen orange Hände, die er gar nicht anhat. Weil heute geht das hier um kleinen Tüdelkram. Und zwar habe ich, wie das so Sitte ist bei sehr erfolgreichen YouTubern, einfach mal abgeguckt. Und zwar Ashens. Ein von mir abonnierter Kanal. Da dreht sie sich im Grunde um eine braune Cord Couch. Aber der macht lustige Dinge. Und das hatte er, genau, er hatte sich von einem Wortgenerator, von einem Wortzufallsgenerator, hatte er sich Vorschläge machen lassen. Und dann hat er dann irgendwie im Netz das erste gekauft, was dazu passt. Das fand ich eine tolle Idee. Bei ihm war es bis 5 Pfund. Ich bin leider nicht monetarisiert, also bei mir war es deutlich weniger. Aber das Prinzip fand ich toll. Und deswegen habe ich das auch gemacht, nur viel billiger. Und jetzt muss ich hier mal suchen. Ich glaube, das ist die Liste der Worte. Und das ist, was ich dann gefunden habe. Allerdings war ich sehr, wie soll ich sagen, großzügig bei dem, was mir vorgeschlagen wurde. Wenn ich hier die Reihenfolge durchgehe, finde ich hier nie was wieder. Deswegen gehe ich einfach den Stapel irgendwie mal durch. Und dann muss ich mal gucken. Das ist eine Fledermaus. Das ist eine Fledermaus. Ja, eine Fledermaus. Und zwar kam die auf das Suchwort interessant. Na, ich habe den Zufallsgenerator für Worte angeschmissen. Der sagte interessant. Dann habe ich interessant bei AliExpress eingegeben. Und dann kam unter anderem diese Fledermaus bei raus, die mich gekostet hat. Sekunde mal. Das wollen wir hier mal irgendwie festhalten. Ja, wo laufen sie denn? Fledermaus. 3,04 € hat die mich gekostet. Unfassbar, dass ich so viel Geld für so ein komisches Ding ausgegeben habe. Nun ja, wir schauen uns das mal an. Ich dachte, das macht euch vielleicht auch Spaß. So einen nutzlosen Kleinkram. Tüten aufreißen. Was manchmal gar nicht so einfach ist. Ja. Eine 3-Euro-Fledermaus haben wir hier. Mit einem 2-Cent-Stück Pappe. So, was haben wir jetzt hier? Hier haben wir jetzt eine Dingens, das man aufdrehen muss, wenn ich das richtig sehe. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit man das drehen kann, bevor das hier alles auseinanderbricht. Ich versuche es jetzt einfach erstmal so. Funktioniert ja fantastisch. Du meine Güte. Einen Versuch machen wir noch. Und dann würde ich sagen, 3 € den Schornstein runter. Wir drehen einfach ganz viel, solange bis sich die ersten Knötchen bilden. Ja, fängt ja gut an. Okay, man erschreckt sich. Also es funktioniert im weitesten Sinne. Ja, gut, eine Fledermaus. Als nächstes, hier, ich weiß schon, eine Seerose ist ein Lotus. Und zwar, das vorgeschlagene Wort war Strömung. Und ja, bei Strömung wurde mir unter anderem ein Lotus vorgeschlagen. Davon gibt es übrigens haufenweise. Ich habe also den leisen Verdacht, dass das ein Bestseller irgendwo in China ist, wo sie die in die Tümpel werfen. Hier unten ist so ein kleiner Ankerpunkt drin. Und das hier ist Moosgummi, würde ich mal sagen, damit das auch schwimmt. Ja, und dann schwimmt das im Tümpel. Ja, was habe ich bezahlt? 94 Cent. Das war doch gut angelegtes Geld, oder nicht? Ja, ich versuche mal drauf aufzupassen. Ich weiß, nachher schneide ich hier mir die Gurgel bis zum Bart ab. Ich versuche es mal alles schön tief zu halten. Tief stapeln. Da habe ich schon eine ungefähre Vorstellung. Erschreckend. Das Wort war erschreckend. Und dann kam viel Kram, den man so im weitesten Sinne für Halloween und so weiter einsetzen kann. Das hier war so ziemlich das Billigste und dafür habe ich bezahlt. Wenn ich es denn jemals wiederfinde, heißt das. 2,45 €. Ich frage mich jetzt schon, warum. Das ist eine Ketchupflasche. Der Witz ist, dass man den Leuten so... Haha! Ha. Wie kriegt man das jemals wieder rein? Ich vermute so. Eigentlich, wenn man es genau nimmt... Also es hat auf Anhieb funktioniert. So schlecht finde ich das gar nicht. So, hier ist der Ketchup. Ja, was habe ich gerade gesagt? Hat so funktioniert. Der Ketchup
Okay, der erste Versuch klappte noch am besten. Irgendwas, ich glaube, hier oben ist es ein bisschen rau. Aber einen letzten Versuch. Wir wollen Ihnen die Chance mal geben, den kleinen gelben Männern, dass das, was Sie hier konstruiert haben, auch wirklich funktioniert. Ja, so schindet man Sendezeit. Da sind sogar Füllangaben drin. Also man könnte tatsächlich hier irgendwas reintun, wie zum Beispiel Ketchup. Und dann verwechselt man die Flaschen. Das hier ist doch bestimmt die Spaßflasche, oder nicht? Ach, kann das sein, dass ich es eben nicht richtig zugeschraubt habe, dass dadurch der Druck nicht hoch genug war? Hier hast du deinen Ketchup. Ja, andererseits, ich glaube, hier ist einfach eine Falte drin vom Transport. Also funktionieren tut's. Riesenkracher. Wahnsinn. Dafür habe ich Geld ausgegeben. Das ist genau das, wonach es aussieht. Und zwar... Da, Pflug. Das Wort war Pflug. Und AliExpress schlug mir das hier vor. Dazu muss man natürlich sagen, ich habe AliExpress auf Deutsch eingestellt. Dann übersetzt er das intern auf Englisch und dann fängt er an zu suchen. Und dabei kommt dann ein ziemlicher Mist raus. WPE Phishing. Das ist ein Angelköder. Eine Ente. Eine riesige Gummiente. Ich nehme an, dass sie Gummi ist. Oh ja, die fühlt sich schon so an. Und hier ist ein riesen Haken drin. Meine Güte, wo soll denn der Haken zupacken? Also, da ist ein Haken. Die Sache hat einen Haken, könnte man sagen. Hier sind irgendwie Füße. Ach, dafür sind diese silbernen Dinger da. Die halten die Füße fest. Dass man ja die Füße nicht einzeln suchen muss. Hier oben ist Dingens. Und ja, hier ist dann ein großer Fischerhaken. Das ist ein Riesenknaller. Ich weiß nicht, gehört der Haken so rum? Ich meine, er hat sogar wieder Haken. So, dass also praktisch der so zupackt und sich dann aufspießt. Oder wie funktioniert das? Also auf jeden Fall, auch hier muss ich sagen, es ist ein Bombengeschäft. Was habe ich denn für eine tote Ente ausgegeben? Plastik und Pappe. Warte mal, hier steht hinten was drauf. Ja, Barcode. Sehr hilfreich. Lure. Tja. Ich denke, das gehört zu den Dingern. Man verkauft an Angler bestimmt viele Sachen, die sie noch nicht haben. Also so aus dem Grunde auch wirklich. Diese Ente hat mich gekostet. Ich weiß nicht, ob ich das wieder mache. Also man haut ja doch ganz schön Kohle raus bei der ganzen Geschichte. 2,23 Euro. In Chinesien. Da kann eine ganze Familie eine Woche von leben. Was ist jetzt was? Gehört das hier dazu? Ich glaube ja. Ah, ja, nee. Doch, das gehört dazu. Tank. Tank war das Wort. Und vorgeschlagen wurde mir das hier. Unter anderem natürlich. Und das ist ein Lego-kompatibles, also eine Badewanne. Mit Badehäschen. Fragt mich nicht, warum also statt einer Ente ein Badehäschen dabei ist. Aber guck mal, sogar golden. Goldene Goldstücke. Eins, das ist das hier. Da kommen zweimal Füße, wahrscheinlich in Gold, unten rein. Und zwar an die Ecke? Nee, dahin. Bin mal gespannt, ob ich das hinkriege. Also, zweimal so Gnupsel. Dann haben wir ein... Ach du meine Güte, eine Fliese. Das müsste das hier sein. Der Held der Steine wäre stolz auf mich, wenn er das hier sehen könnte. So, scheint mir. So. Drittens. Ein solcher Breiter. Der kommt dahin. Und ein dünner, wie heißt das bei ihm immer, einmal vier Plate, Wedge oder was weiß ich alles. Da komme ich gar nicht mit klar. Oh ja, und jetzt haben wir hier einmal eins, so. Plate, ich weiß inzwischen, was ein Plate ist, ja. Und ein einmal eins mit Ansetzpunkt. Kann nicht lange dauern. Ja, jetzt kommen hier Winkel, die müssen einmal rundherum anscheinend.
oh Gott, lieber Held der Steine, wie mag dieses Teil heißen? Ein 2x2+1 mal um die Ecke irgendwas. Und, oh Moment mal, da sitzt du aber nicht bündig auf, wenn da schon was ist. Habe ich das einen verkehrt gesetzt? So, dann muss das so angesetzt werden vielleicht. Würde es Sinn machen. Ja. Und dann haben wir hier noch einen solchen. Und auf der anderen Seite so einen. Da sieht er schon fast aus wie eine Wanne. Ich glaube, ich habe die Anleitung richtig verstanden. Ich bin eben in den Dingen drin. Ich muss jetzt ernsthaft überlegen, ob ich da nicht wieder so Fahrstuhlmusik drunter lege. Weil sonst beanspruche ich eure... Am besten, ich mache auch noch, wie heißt das hier, Sprungmarken. Ne? Könnt ihr einfach raushüpfen. Guck mal, da muss jetzt auch noch einer drunter. Die Logik, warum das so gemacht wird, erschließt sich mir jetzt nicht endlos. Dann ist es aber draußen, ne? Na gut, das ist eben... Dann ist der Pin eben irgendwie auswärtig. Sei es drum. Das haben wir auch gemacht. Oh ja, jetzt kommt hier die komplette Badewannenarmatur rein. In leuchtendem Gold. Das muss chinesische Schönheit sein. Chinesisches Design. Jetzt wird es schwierig. Ein Häschen. Hier ist ein... Ich weiß gar nicht, ich mit meinen öligen Fingern vom Schrauben eben. Ein Bunny. Kommt das dahin? Ein Badebunny? Ach da, auf den einzelnen Knupsel, der da frei ist. Arme Vier, er säuft ja da drin. Das ist aber schwierig. Das ist, sieht aus wie ein Döschen. Und ein Deckel zum Döschen. Vielleicht ist der eine ja doppelt hier. Da, und dann kommen wir hier mit einem Spritzdeckel obendrauf. Das kommt denn dahin? Das ist dann wohl der Abflussstöpsel hier, wa? Der scheint über zu sein. Na gut, ist bei echt Lego ja auch. Ja, und... guck mal, das Fläschchen sogar mit dem Badegrumpf hat ein Etikett drauf. Bin ich zu hoch? Ja, ich muss immer so ein bisschen... Ich müsste mir eigentlich so eine Linie aufkleben auf den Monitor, um zu sehen. Hä, du bist so hoch. Ja, super. Auch das, ein echter Brüller. Dafür habe ich ausgegeben, schauen wir doch mal eben. Lego ist teuer. Nur, dass es kein Lego ist. Haushaltsgeräte, Gebäude, Block, Fischtank, 2,19 €. Dafür würde man bei Lego nicht mal die Tüte kriegen. Die Casket Crew. Mal gucken, gibt es hier irgendwo eine Aufreißdings? Ich glaube fast, ne? Hier? Ja. Das hier ist... Crew, das vorgeschlagene deutsche Wort war Crew. Und dann kriegte ich hier als Ergebnis die Casket Crew. Wisst ihr, was das ist? Ich habe nämlich keine Ahnung. Ist das vielleicht ein Manga oder sowas? Aber das sieht aus wie ein Button. Das ist ein Pin. Au. Casket heißt Sarg. So viel weiß ich noch gar nicht. Wisst ihr? Negativ. Ach, nee, das O null negativ. Ja, Sarggeschwader sozusagen. Ja, auch das ist ein echtes Highlight, ne? Mache ich vielleicht jetzt künftig immer in den Hintergrund. Was haben wir denn hier Tolles? Was war das vor? Ja, Crew, genau, das war Crew. Crow. Ja. Written and directed by Quentin Tarantino. Ein Button, ne, mit so einem Nagel hinten dran zum Festtackern. Und das war Wund. Bei Wund. Wund. Ja, dass einem dann ein Tarantino vorgeschlagen wird, kann ich schon fast wieder verstehen. Ich finde ihn auch irgendwie cool. Und ausgegeben habe ich 1,45 Euro. Wahrscheinlich an jedem chinesischen Präsentekorb weniger. So, was ist das? Na, die Japaniker unter euch kennen es. Das sind Ohrlöffel. Das sind diese Löffelchen, mit denen man sich das Ohrwachs aus dem Ohr pult. In der 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
25 Stück Packung. Betreuer. Das Wort war Betreuer und AliExpress hat mir unter anderem das hier vorgeschlagen. Ja, so sieht das aus. Ne? Da kann man also auch irgendwie die Nasenschleimhäute ausschaben oder ähnliches. Was habe ich denn dafür Tolles bezahlt? In Japan ist sowas ja tatsächlich eins. Es gehört zu den Gegenständen, die hat man im Haus. 1,52 Euro und es sollen 20 Stück sein. Ein Gegenstand des täglichen Bedarfs. Ja, das ist Territorium. Ich gebe zu, Territorium ist ein relativ schwieriges Wort, um in einer Verkaufsplattform irgendwas zu werden. Da wird normalerweise kein Territorium verkauft. Und das hier sind Nasenflügel-Aufhalte-Dingsbumse für Leute, die, sagen wir mal, schnarchen. Die rammt man sich in die Nüstern und dann wird alles besser. Ja, ihr werdet lachen, sowas hatte ich tatsächlich mal irgendwo rumliegen, deswegen weiß ich, was das überhaupt ist. Und die funktionieren auch, nur das Problem ist, man findet sie morgens irgendwann neben sich wieder. Okay, und Nasenflügel-Aufhalte auf Territorium. Das wäre auch das Erste, was mir einfällt bei dem Suchwort Territorium, sowas hier. Das weiß ich auch. Das ist Klavier. Das Wort war Klavier. Mir vorgeschlagen wurde ein Klavier. Ihr seht schon, ein Highlight jagt hier das nächste. Ja. Ah ja, hier ist wieder so ein Rausreiß. Okay. Das war die Sache schon wert. Überraschung. 2,32 Euro. Ein Klavier als Schlüsselanhänger. Wie passend für diesen Kanal. Ich glaube, das lasse ich hier liegen. Dann mache ich das so ähnlich wie der Stefan Raab früher so. Das war ein Witz. Nanu? Das hohe C fehlt hier. Komisch, irgendwie schaltet sich hier einiges um. Und es verschiebt sich auch irgendwie. Vielleicht muss ich nur auf die leuchtende Taste drücken. Okay, das Ding ist sein Geld wert. Spaßig. Wie kriegt man das wieder aus? Offenbar so. Okay, Knüller. Wenn ihr ein Kind irgendwie ruhig stellen wollt für einige Zeit, das ist gut angelegtes Geld. Es wird euch natürlich in den Wahnsinn treiben. Am besten, ihr schenkt das dem Kind von Leuten, die ihr nicht mögt. Genauso wie mit Blechtrommeln oder einer Trompete oder sowas. Das ist genau das, womit man dann die Menschen in den Wahnsinn treibt. Da kommt ihr nie drauf. Hört der mit? ja, ich bin gerade sprachlos für eine Sekunde. Ich lasse den hier mal liegen, mal gucken. Vielleicht passiert ja irgendwas. Ausführung. Jawohl, ich habe Ausführung gesucht und das hier gefunden. Was ist das? Das ist eine Gießharzform. Ihr kennt das noch früher, als wir Kinder waren, da haben wir sowas noch gemacht. Das ist praktisch eine Diamantenform oder so eine Art ägyptische Pyramide aus Silikon das Ganze. Und dann diese Raketenflossen, die sind dafür da, dass man das Ganze so hinstellen kann. Und dann schüttet man das voll und dann tut man da einen Diabolo rein auf halber Höhe. Und dann wird das für Zeit und Ewigkeit festgemacht. Und jetzt gucke ich schon, ob es auch wirklich nicht zu hoch ist, dass ihr nicht daneben gucken müsst. Ja. Ausführung. Ich weiß nicht, was es ist.
Ich habe leider auch nicht aufgeschrieben, für welches Wort das war. Also ich habe vergessen, das Wort als solches zu notieren. Und deswegen suche ich jetzt erstmal eine Klinge. Wo kriege ich denn hier ein Messer her? So, jetzt gucken wir mal, was das ist. Ich habe von der ersten Sekunde, schon von der Beschreibung her, bin ich fest davon ausgegangen, dass das Schmu ist. Removal Instrument Electromagnetic Insulation Anti-Freeze and Snow. Das soll also irgendwie ionisierende Strahlung fernhalten und gleichzeitig den Schnee an zugefrorenen Scheiben wegpusten. Product Name Raihong Removal Instrument Materials Solar Charging Panel Lithium-Ionen-Batterie USB Charging Port Plastic Shell Electromagnetic Energy Transmitter. Usage Method: Tear off the double-sided tape at the bottom of the product, fix it in a stable position in the car, and turn on the switch to activate the device. Caution: Keep out of reach of children, avoid contact, bla bla bla. Es wird mit keiner Silbe drauf eingegangen, was das Ding angeblich tut. Tja. Was habe ich für diese Perle der Technologie denn ausgegeben? War noch eins der ersten Sachen. Müsste also relativ weit unten auftauchen. 3,62 Euro habe ich für dieses technisch hochentwickelte was auch immer ausgegeben. Ja, ich bin wahnsinnig. Ich hatte an dem Tag irgendwie einen Kaufrausch wohl. Sieht ehrlich gesagt aus wie irgendwas, was man sich rektal einführt. Da gibt es einen Schalter. Jetzt schalte ich mal auf On. Merkt ihr schon irgendwas? Es blinkt. Es hat mich angeblinkt. Merkt ihr schon, wie euch irgendwie Energie entzogen wird oder so? Blink. Blink mal. Mach Blink. Ja, das entzieht die Energie hier. Ja. Also dieses ist ein Gerät, wo man eigentlich draufschreiben müsste, es tut absolut nichts und ist deswegen weitgehend ungefährlich. Also wenn ich es bewege, dann blinkt es. Wenn ich es einfach hinstelle, dann nicht. Tja. Energie. Es entzieht Energie. Ich vermute mal, aus dem USB-Dings wird Energie entzogen und die ist dann weg. Das ist doppelseitig Klebezeugs. Aha. Ah, ich sehe hier gerade, ne, beim Antippen zuckt hier die Batterie nur kurz. Ich habe so den leisen Verdacht, dass diese Batterie eben schon ihren letzten Zug getan hat. Trotzdem, ich werde es aufheben. Wer weiß, wofür es mal gut ist. Guck mal, ich kann hier sehen, dass mein Tisch ist hier praktisch genau gerade. Also fast. Nicht so ganz gerade, aber fast gerade. Fast gerade so. Ägyptische Tarotkarten. Das kommt woher? Googeln. Googeln wurde mir als Wort vorgeschlagen. Ich habe Googeln nachgeguckt und dabei bin ich auf ägyptische Tarotkarten gestoßen. Nehmen wir nochmal das kleine Taschenmesser hier. Werden alle verboten, ne? Weil die Welt wird dann sicherer. Darf ich gar nicht drüber nachdenken, ich reg mich darüber maßlos auf. So, dann gucken wir uns das doch mal an. Das sind jetzt Tarotkarten. Also ich weiß, wofür man Tarotkarten normalerweise benutzt. Ich finde nur nicht, dass die hier so aussehen wie Tarotkarten halt. Bleibst du wohl hier. So, da hätten wir Ra, Enlightening. Das ist Ra. Do, Ra, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Das ist, glaube ich, nur eine ganz pauschale Rückseite. Die hat nichts zu sagen. Dann haben wir Amun, Ra, Creation, Erschaffung. Da hätten wir Shu,
Order and Peace, Ordnung und Frieden. Ja, kann man auch Tarot mitlegen, schätze ich mal. Nut, Understanding. Sieht so ein bisschen nach Himmelszelt aus, ne? Oder Sternenhimmel. Ich sehe den Sternenhimmel. Gab, Prosperity, Wohlstand. Wohlstand ist das richtige Wort. Prosper, Prosperity, Wohlstand. Doch, würde ich schon sagen. Osiris, Tod und Wiedergeburt. Das ist der Onkel mit dem langen Bart. Apropos Wiedergeburt und Erschaffung. Vielleicht ist noch eine Karte für Reichtum dabei. Da. 3,05 €. Isis. Faith and Wisdom. Glaube und Weisheit. Set. Resentment. 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 Muss ich hier jetzt gerade passen? Resentment, ich würde es als so eine Art Zurückhaltung oder sowas. Obwohl, das passt ja vom Bild her, ne? Der Bogenschütze, der da von Set zurückgehalten wird. Hey Junge, denk nochmal drüber nach, echt still. Horus, Stability and Equilibrium, Stabilität und Ausgewogenheit. Wobei Equilibrium ist, glaube ich, der Tag, wenn Sonne, wenn Tag und Nacht gleich lang sind. Also generell so Gleichheit, Ausgewogenheit. Nefiti, das ist, glaube ich, bei uns Nofretete, bei den Ägyptern Nefertiti und Nefiti oder Nefti. Meditation, genau mein Ding, Meditation. Ich sage immer, meditieren ist immer noch besser als rumsitzen und nichts tun. Anubis, Transformation, also Verwandlung. Tod, Holiness, Holiness, die Lochheit, eher nicht, Ganzheit vermutlich, oder Heiligkeit. Holy wird aber mit H geschrieben, das ist hier WH, also Ganzheit. Das ist richtig ergiebig, so ein Kartenspiel, ne? Maat, Wahrheit und Gerechtigkeit. Hathor, Intelligenz, meine Karte! Oder ist der Geheimdienst damit gemeint? Dann ist es das Gegenteil. Ptah, Skill. Skill in, als deutsches Wort. Fertigkeit. Gelehrigkeit. Ich glaube, Fertigkeit kommt der Sache noch am nächsten. Bastet, Passion. Passion ist, glaube ich, Hingabe. Oder. Ich sag jetzt mal Hingabe. Sekhmet, Justice, also das Recht. Da, wo Justitia eine Waage in der Hand hält, die von Leuten gesteuert wird. Was hat die in der Hand? Zwei Leoparden und ein Knüppel. Und ein Ankh natürlich. Capri, Wandel. Das wäre was für das Lager des steten Wandels in, beim Drachenfest. Mut. Being ordinary. Durchschnittlich sein. Normal sein. Konsu. Hermitage. Was heißt denn Hermitage? Ein Hermit ist ein Einsiedler, aber Hermitage, Einsiedelei? Keine Ahnung. Könnt ihr mal übersetzen. Guckt das mal nach. Googelt das mal. Knum oder Chnum. Resourcefulness. Gewieftheit, Flexibilität, Kreativität. Anuket, Hope, die Hoffnung. Hoffentlich kommt da Wasser aus dem Krug. Sobek, Union and Power. Union, das würde ich sagen, Einigkeit und Kraft. Tweret, Genesis ist, glaube ich, die Schöpfung. Kann auch die Musikgruppe gemeint sein, aber zweifle. Harpy, Renewal, Erneuerung. Hat offenbar in Ägypten viel mit Wasser zu tun. Irgendwie bin ich schief hier, ne? So.
Dann hätten wir hier auch Neith. Neith, nicht. Preservance. Das müsste Erhaltung sein. Satet. Fruitfulness. Fruchtbarkeit? Hu. Der heißt so. Hu. H-U-H. Hu. Exploration. Wäre Erforschung. PK. Alchemical Force. Die chemische Kraft. Die Kraft der Alchemie. Was auch immer. Amut. Devastation. Verwüstung. Der Gott der Verwüstung. Das ist mir immer sympathisch. Seeschat. Weisheit. Hat eine Palme auf dem Kopf. Aber keine Assi-Palme, das ist was anderes. Merziger Right. Righteousness. Rechtschaffenheit würde ich das mal übersetzen. Selkis. Heilung. Apophis, Dunkelheit. Ich kenne so einige, die die Dunkelheit anbeten. Also von daher. Mehen, Protection, Schutz. Der Gott der Amulette, vermute ich mal. Und last not least, Nefertum, Completeness, Ganzheit, Vollständigkeit. Ja, das war's. Das war das. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht alle abgeschaltet zwischendurch. Ich habe noch so viel anderen Kram, aber das wird zu lang heute, ne? Was haben wir denn schon hier? 32 Minuten? Für nix. Ich habe 32 Minuten eures Lebens, habt ihr für nichts reingegeben. Ja. Ja, ich habe hier noch so viel Krimskrams, aber das kriege ich immer später. Da machen wir ein andermal ein Video von. So Tüdelkram, den kein Mensch braucht. Einer fehlt doch noch hier irgendwie. Ach, richtig. Rum. Bei Rum kam dann raus eine Handyhülle mit, wie heißt der noch? Morgan. Captain Morgan, dieser Rum, der teure. Eine Handyhülle, sieht super aus, tolles Logo drauf, ist nur noch nicht da. Kommt die Tage, halte ich irgendwie ins nächste Video mal mit rein. Was haben wir denn hier? Ja, der Batterie ist tot. Hier hat noch einmal gezockt. Was ist hier drin? Eine 2032 im Zweifel. Ja, finde ich noch Ersatz für. Ich lasse das hier liegen. Mal gucken, wie sich das Ding aufführt. So, das war das. Das kriege ich mal ans später. Und dann wünsche ich euch wieder mal alles, was ihr mir auch wünscht. Man trifft sich, man hört sich. Dächtige. Mit großen orangen Handschuhe, der sieht Tüdelkram ganz alleine an und unten morgen Mutt. Ich bin schon ganz ausgeleiert heute hier, obwohl es gar nicht mehr so heiß ist wie gestern. Und Knopf!